nehmen können. Aber es ist das gute Auge von den Schlagfrauen. Aber warum rückt die Mitte vor? Weil sie auf den Kurzen spekuliert. Der war ziemlich dicht an der Leine und dann spekuliert sie und denkt sich, läufst du schon mal los, wenn ein Kurzer kommt. Und das ging eben nach hinten los. Oh! Caroline Christoph. Ja, Schäker mit dem Trainer. Das ist um Schneeberdingen. Es geht ja nicht mehr um so viel für die Schneeberdingerin. Deswegen ist Schäker bei so einem Fehler heute auch durchaus möglich beim Stand von 1:4 im vierten Satz. Das nachdem man 2-0 die ersten beiden Sätze gewonnen hat. Das kann man natürlich, jetzt können wir ein bisschen als Vorteil nutzen, dass sie so ein bisschen von ihren Fehlern angeschlagen sind. Das zieht einen ja auch manchmal oder motiviert einen ja auch nicht so richtig so. Und kann man auch ausnutzen, die ein bisschen verrückt machen und dann wird das schon. Ja, da wären vielleicht auch Fans gar nicht schlecht, die sich dann was entsprechendes einfallen lassen. Also ich kenne das von so Torsportarten, da würde man dann Torwartfehler sagen, um die Tore zu verunsichern. Na, Heimvorteil kann doch helfen. Ja, wenn man den dann auch nutzt. Ja, es gibt ja durchaus, ich kenne das aus meiner sportlichen Karriere, die ja nicht ganz so lang war und nicht so ganz so viel mit Faustball zu tun hatte, dass zu viele Zuschauer bzw. zu viel Fanpotenzial durchaus auch Nervosität verursachen kann. Ja, natürlich, wenn alle immer irgendwas sagen und sehr viel, man merkt das ja auch, wenn die Stimmung einfach am Kriseln ist, dann wird man selber nervös und deswegen ist Ruhe auch eigentlich immer schon sehr wichtig. Ah, jetzt haben sie beiden Seiten jetzt mal schön geholt den Ball. Und da ist keiner rausgerückt und dann ist der kurze Ball drin. Das sieht man natürlich auch als Schlagfrau, wenn die schön noch ein Stück nach außen gehen, weil man denkt, sie dreht die schön zur Seite und dann schön platzieren. Dann klappt das. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man auf dem Feld noch mehr mit kurzen Bällen spielt als jetzt hier, weil man eben noch weiter laufen muss. Ja, auf dem Feld hat man ja dann noch die Schwierigkeit, wenn es regnet. Da braucht man ihn nur abtropfen lassen, der kommt kein bisschen hoch. Also da muss man schon auf Zack sein. Da hat man noch dann den Vorteil, wenn das Feld trocken ist. Aber man hat ja nicht immer das Glück, schönes Wetter zu haben. Ja, aber ich wollte sagen, wenn du den Ball da auf dem Boden haust, dann bleibt der liegen einfach. Ja, nicht so ganz schlimm, aber ist halt im Gegensatz zur Halle, kommt der vielleicht 2 Zentimeter hin und ist schwer. Ja, dann ist das Trikot eingesaut und der Punkt trotzdem bei den Gegnern. Ja, genau. Tini Nölkel. Ist es dann so, dass aufgrund dessen, dass es, ich sag mal, etwas einfacher ist, einen Punkt zu holen, auf dem Feld auch so, dass die Spiele knapper sind als zum Teil hier in der Halle? Nee, das würde ich nicht sagen. Also auf dem Feld gibt es genauso spektakuläre und unspektakuläre Spiele wie in der Halle. Also es nimmt sich nicht. Ja, und dieses Spiel mausert sich immer mehr zu einem spektakulären, weil auch wenn man jetzt auf die Anzeigetafel guckt, das nicht unbedingt vermutet bei 7:3, aber es ist 7:3 für Berlin, die 2:1 nach Sätzen noch hinten liegen. Und da riecht es geradezu nach einem fünften Satz, auch wenn jetzt der Punkt für Schneeberdingen durch Laura Morowke 7:4 gibt. Erstes, fünfte Satz wird auch ganz normal ausgespielt, bis 11. Genau, es wird genau auch ausgespielt. Beim sechsten Punkt wird jedoch gewechselt, die Seite. Ah, okay. Es ist aber keine Auszeit oder so, wie das zwischen dem Satz ist, dass der Trainer auch raufgehen kann. Es ist einfach nur Seitenwechsel. Ist es dann so? Ah, der Punkt für. Nee, Netzberührung, Punkt für Schneeberding. Ist es dann auch so, dass nach dem sechsten Punkt dann nicht mehr gewechselt wird oder wird alle 6 Punkte gewechselt? Nee. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Also ich meine, nach 6 Punkten wird die Seite gewechselt, wenn eine Mannschaft 6 Punkte hat, nämlich richtig, an. Genau. Und dann wird zu Ende gespielt. Dann wird zu Ende gespielt, genau. Und Ball bekommt dann eben diejenige Mannschaft, die am Anfang nicht den Ball hatte. Also das wird auch nochmal gewechselt, Seite und Ball. Hm. Ja, mir kam die Idee nur gerade, wie wir vorhin sagten, Lieblingsseite.
Und wenn man dann auf dem zweiten Teil auf der Lieblingsseite spielt, dann kann man da ja rein theoretisch mehr Punkte machen, aufholen. Und letztendlich hat man dann einen Vorteil, wenn man zuletzt auf dieser Seite spielt. Ja, genau. Und man ist natürlich auch vorteilhaft, wenn man als erstes, jedenfalls, und das haben auch einige aus meiner Mannschaft die Meinung, wenn man als erstes die Seite wählt und dann nachher eben bei der zweiten Hälfte den Ball einfach hat und nochmal durchatmen kann und sich Zeit lassen kann und einen Punkt halt machen kann. Ja, das war noch sehr human ausgedrückt von Jennifer Passler, die sich doch auch schon viel geärgert hat heute und auch schon mit anderen Worten um sich geworfen hat. Und jetzt Ulrike Schubert beim Stand von 9:6 mit der Angabe. Mit dem Ass und damit dem erneuten Satzball für Berlin. Da hat das Spiel doch eine ungeahnte Wendung genommen. Ja, es kann alles passieren beim Fußball. Es ist aber faszinierend zu sehen, dass wir hatten es im ersten Satz 10:6, im zweiten Satz 10:6, im dritten Satz 10:6 und jetzt haben wir es überraschenderweise 10:6. Und 10:7. Das ist, wenn der Ball etwas zu weit vorkommt, da hat sie gehofft, dass er noch zurückkommt. Hat nicht geklappt, aber Ulrike Schubert mit einer guten Angabe jetzt vielleicht zum Satz gewinnen. Oh, das war sehr gut gelöst von Cindy Nörkel. Hat sie sehr viel über sich bewiesen gerade. Ja, die hat ein sehr gutes Auge, ja. Sie guckt sehr viel. Wie viel kann man eigentlich so mitnehmen, wenn man sich so ein Spiel anguckt? Also man hat es gerade bei anderen Sportarten, dass man sich die Gegner dann ausguckt, Scouts losschickt sogar, um die Mannschaften sich anzugucken, die gegnerischen Mannschaften. Wie viel Vorteil hat man da beim Faustball von? Na, da hat man leider nicht so viele Vorteile, aber so erste Bundesliga und dann, wenn nachher deutsche Meisterschaften sind, sind eben auch Nationalspieler da und Nationaltrainer und die gucken sich das natürlich alles ganz genau an. Und da hat man dann eben die Chance, wenn man diese zu Gutheit spielt, dass man da auch entdeckt werden kann und zum Nationallehrgang eingeladen werden kann. Ja, das wäre doch mal ein Ziel, Mensch. Bist ja noch jung, hast ja noch ein paar Spielzeiten vor dir. Naja, hoffen kann man. Wir haben letztes Mal mit Martina Müller gesprochen, die in der Jugendnationalmannschaft gespielt hat und dann verletzungstechnisch leider nicht mehr den Anschluss geschafft hat bei den Frauen. Aber wer weiß, vielleicht kommt noch mal eine Nationalspielerin aus Schwerin. Ja, schön wär's, aber früher gab es halt einfach. Also wir hatten zwei super Trainer und Training war ganz anders als heute. Und die Trainer, die jetzt leider aufgehört haben aufgrund ihres Alters, die haben das schon gemacht, dass da das Potenzial einfach sehr da war und auch deutsche Meisterschaften gewonnen werden konnten in der Jugend. Ja, und das fehlt dann einfach an Trainernachwuchs, eben wie an Spieler. Richtig, dadurch, dass wir alle sind mit Job und Ausbildung und Familie beschäftigt und das ist schade beim ESV, aber gehört zum Leben. Ja, das gehört dazu, das ist natürlich nicht nur ein Problem beim Faustball ESV, das ist ein Problem, glaube ich, in allen Sportarten, in allen Vereinen, dass es schwierig ist. Wir kennen das eben aus anderen Sportarten, wo du zum Teil wirklich auch genug Kinder hast, genug Leute, die sich für den Sport interessieren, den unbedingt machen wollen und dann einfach das Problem hast, dass du keine Übungsleiter findest. Ja, genau. Also wir sind ja auch immer schon noch in Schulen unterwegs und versuchen ein bisschen Nachwuchs ranzukriegen. Aber dadurch, dass Faustball eben so unbekannt ist und viele Kinder ja heutzutage so viele in Vereinen sind und Klavier spielen, haben die einfach nicht mehr die Zeit dafür. Oder finden das einfach zu unspektakulär. Und dadurch kriegen wir auch nichts mehr so wirklich ran. Ja, es ist natürlich, also gerade wenn man jetzt mal nur mal als Zuschauer, als Spieler ist das, denke ich, noch was anderes. Wenn man selber spielt, dann ist man im Spiel drin. Aber gerade so als Zuschauer, man hat eben den direkten Vergleich mit dem Volleyballsport. Da geht es etwas schneller, etwas spektakulärer zu. Und da kann man natürlich
verstehen, dass da für sich manche Leute schwer tun, sich mit diesem Sport zu beschäftigen. Wie ist das eigentlich als Faustballer? Klaut man da Volleyball oder aus Prinzip nicht? Also ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass man Volleyball kann. Wenn Volleyballer anfangen, Faustball zu spielen, ist es nicht so einfach. Okay, aber schaut man jetzt, geht man jetzt zum Beispiel, hier in Schwerin ist ja erste Bundesliga gegeben mit dem SSC, geht man da hin, guckt man sich das an oder eher nicht? Wenn man die Zeit dazu hat, dann ja, wenn man nicht arbeiten muss. Wir haben welche in der Mannschaft, zum Beispiel Martina Müller, die auch zu den Spielen vom SSC geht. Also Interesse ist natürlich schon da, aber dadurch, dass man ja nicht so mit dem Sport verbunden ist, ist es immer sehr unterschiedlich. Also es ist, besteht quasi keine ich sag mal Zwangsverwandtschaft zwischen Faustball und Volleyball? Nein, überhaupt nicht. Und wie steht das? Ihr seid ja nur unter dem Turnerverband zusammengefasst. Wie steht das mit dem Turnen an sich? Hat man da einen Bezug zu, außer zum Faustball? Nee, auch gar nicht. Und Faustball soll ja jetzt auch ausgegliedert? Ausgegliedert werden aus dem Deutschen Turnfest. Und dann werden wir mal sehen, wie das dann weitergeht. Ja, es ist, wir haben uns auch verwundert. Wir haben das bei den Jugendsportspielen kennengelernt. Da waren wir beim Turnen und da war der Präsident des Turnverbandes da, der dann sagte, dass dazu unter anderem eben Faustball gehört, wo wir das erste Mal aufgemerkt haben, Faustball, Turnen. Man hatte schon mal was vom Faustball gehört, man hatte auch schon mal irgendwo jemanden gesehen, der da mit einer Faust auf den Ball haut und konnte sich nicht vorstellen, wie das zum Turnen gehören konnte. Wenn ich mir das auch, wenn wir uns jetzt das angucken, die Spiele, die wir sehen, mal abgesehen davon, dass man turnerische Fähigkeiten haben sollte, wie vielleicht Abrollen und vollen Körpereinsatz, den man allerdings auch bei anderen Sportarten sieht, hat das mit Turnen nicht so viel gemein. Wie kam es denn dazu, dass man Faustball, was ein sehr alter Sport ist, unter die Turnergemeinschaft gesetzt hat? Das kann ich dir nicht sagen. Da musst du leider wieder anders fragen. Also das weiß ich auch nicht. Ja, ich spinne mir da jetzt mal eine Theorie zurecht. Und zwar, früher hießen die Vereine gerade, sind ganz viele